Das ist toll, dann würde ich jetzt mal sagen, wir starten. Ne? Okay, Simone, vielleicht beginnst du. Ja? Sehr gerne. Also ich sage ein herzliches Hallo in die Runde vom Homeoffice von meiner Seite. Ich bin heute virtuell dabei. Simone Angriß-Pletsch, ich bin Senior-Expertin an der Führungsakademie der Bundesagentur für Arbeit. Und ich freue mich mit dem Hanjo heute zusammen ein bisschen was über Ambidextrie beziehungsweise diese Ideen der Ambidextrie in unserem neuen Führungsverständnis, Führungsmodell in der BA zu erzählen. Ja, genau, ich schließe an, Hanjo Gerks von der Gesellschaft für empirische Organisationsforschung und wir haben die Bundesagentur bei der Entwicklung dieses Führungsverständnisses begleitet, gemeinsam haben auch, also weil wir stark wissenschaftsorientiert sind, ein Evidence-Based Model mitentwickelt und auch eine Analyse dazu, genau. So. Gut, würde ich sagen, starten wir auf Simone, oder? Bewegung in die Organisation bringen. Absolut. Ich glaube, da kannst du einen ganz guten Einstieg machen. Ja, genau. Jetzt gleich mal bei allen über Digitalisierung, die großen Megatrends. Ich sage euch, das ist der mit der Christ, also sieht man jetzt nichts. Ne? Keine Ahnung, warum sieht man jetzt da nichts? Ja, man sieht deine Präsentation hier und alle, die wollen, können ja noch. Aber die hier, das meinst du bescheid? Ja, habe ich. Ja, habe ich Präsentation muss einschalten. Das ist natürlich ein Präsentationsmodus. Das wäre ein Präsentationsmodus. Das siehst du mal, die ist schon immigrant. Ne? Die Präsentation. Präsentation beginnen, oder? Ja, genau. Nee? Das kann man das kurz rund aus. Dann ist ja nicht schwer. Okay, so, fangen wir an. Du musst teilen. Du hast den Bildschirm noch nicht geteilt. Ja, jetzt teile ich den Bildschirm, oder? Nein. Also, es kommt alles. Nee, ich teile jetzt den Bildschirm. Hier, den teile ich jetzt. Ja. So, jetzt kommt es, ja. Also, alle reden über Digitalisierung, ne? Alle reden über Geschwindigkeit, Globalisierung, keiner redet noch nicht über Demografie. Ja? Deshalb kommt der dritte Trend, das habe ich jetzt von der Bundesagentur gelernt, die 3Ds, Digitalisierung, Dekarbonisierung, Demografie. Und hier seht ihr das große Desaster, das auf uns zukommt, nämlich die Fertilitätsrate in Deutschland. 2,1 ist eine Reproduktion einer Gesellschaft und wir liegen bei 1,74 momentan. Ja? Das heißt, wir schrumpfen. Ja? Übrigens in Ostdeutschland noch stärker als im Westen. Und das ist das große. Warum geht es jetzt nicht weiter? Keine Ahnung. Shit. So, ja. Und das ist das große Desaster, das auf uns zukommt. Nämlich, wenn wir, das sind die Szenarien des Instituts für Arbeit, Markt und Berufsforschung, wenn wir ohne Migration konstante Erwerbsquote, dann haben wir 2035, also das heißt in genau 13 Jahren schon fast 5 Millionen weniger Beschäftigte. Ja? Das wird ein großes Thema werden. Das heißt, wir haben es ja jetzt auf dem Arbeitsmarkt schon interessant, das sagen die Arbeitsmarktforscher. Man hat ja immer auf die Hochqualifizierten geguckt, Frankfurter Flughafen zeigt. Wir haben bei Paketdiensten, Busfahrern, Lkw-Fahrern ein Riesenthema, Gastronomie, Riesenthema. Also das wird uns sehr stark beschäftigen, von daher wird man einen Fokus darauf legen. Ne? Genau, und es wird auch die Bundesagentur für Arbeit verändern, weil es wird ein Arbeitgeber vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmer machen. Ja? Also wird noch interessant, wie sich das auch auf die internen Strukturen entwickelt. Ja? Okay, ja, dann gehen wir mal zu dem Thema reichhaltige Führung. Und da sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema. Vielleicht kennt der ein oder andere euch Clayton Christensen, ein großer Forscher, Harvard Business School. Und der hat sich eigentlich schon in den 70er Jahren mit Disruption beschäftigt. Also mit dem Thema, wo wir dann jetzt in den 2010ern anfangen haben zu diskutieren. Und er hat ein sehr lehrenswertes Buch geschrieben, Innovators Dilemma. Er ist mittlerweile leider verstorben, aber es gibt ganz tolle YouTube-Videos noch. Und er sagt eigentlich Folgendes. Er hat es übrigens in der Speichertechnologie hat er das untersucht, die ja permanent sich disruptiert hat. Ja, also es gibt von den ursprünglichen Herstellern fast keinen mehr. Und er sagt, dass alle Technologien folgen einer doppelten S-Kurve. Und die heißt, es ist am Anfang. Am Anfang ist es so, dass der Leistungsfähigkeit, der Umsatz ist gering und irgendwann mal ist die Marktfähigkeit und dann geht es richtig ab. Man verdient richtig Geld damit. Ja?
Und dann geht es irgendwann mal zu Ende. Ne? Und man muss den richtigen Sprung auf die neue Technologie schaffen. Das ist das Entscheidende. Neue Technologie, man kann es auf Geschäftsmodelle übertragen, etc. Ne? Das heißt, und das nennt er die Dilemma-Zone, die Zone des Systemwechsels. Und das ist der tricky point. Ne? Wenn wir wüssten, also MBA-Stunden fragen, gibt es eine Formel dafür? Das heißt, wenn ich die hätte, wäre ich nicht mehr hier, ne? Dann wäre ich irgendwo auf den Bahamas und würde von meiner Insel aus berichten. Ne? Aber den Punkt zu finden, das ist der tricky point. Ne? Also das heißt, die Disruption rechtzeitig anzugehen und dann zu beginnen, nämlich wenn das alte Geschäft noch richtig gut funktioniert. Ne? Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Change Manager von der MSG Software, die sagen, haben so einen Spruch, wir verdienen heute das Geld für den Change von morgen. Ja, also, und das finde ich sehr intelligent, ja, weil die sind natürlich schon in so einer sehr hochvolatilen Business drin. Also, und das Interessante ist, und da kommt eigentlich, das war so das Forschungsinteresse, alle reden über Agilität, ja, da immer skeptisch. Ja. Weil wenn alles agil wird, macht es überhaupt Sinn. Ja? Und wenn man so in die Forschung guckt, also die Frage war dann, wie viel Wandel und Agilität verträgt eine Organisation? Und wenn man dann in die Forschung guckt, Rita McGrath von der Stanford University, die sagt, langfristig erfolgreiche Unternehmen sind sowohl Rapid Adopters als auch Champions in Stability. Also man kann sagen, es braucht auch Stabilität. Ne? Also alles agil zu machen und der Stadler und Weltermann, die sind von der Uni St. Gallen, Uni Genf, und die haben so Jahrhundert-Champions untersucht. Und sie sagen, die Jahrhundert-Champions, ja, die agieren konservativ intelligent. Das heißt, bei aller Anpassung werden Kultur und Identität des Unternehmens nur evolutionär verändert. Ne? Das sind übrigens, wisst ihr, was das älteste Unternehmen im deutschen DAX ist? Übrigens, sehr interessantes Unternehmen. Was schätzt ihr? Obst. Hä? Obst ist nicht mehr ein DAX. Nee, Merck. Merck 1668 gegründet. 1668, hochinnovativ. Ich glaube, auch Businessmanagerin sind die, also keine Ahnung. Du musst gerne hingucken. Ja, da muss ich immer gucken, ja. Aber hochinnovatives Unternehmen, 1668 gegründet, ist eines der ältesten Unternehmen, hochprofitabel. Haben die nicht die Bahnhofsuhren auch mal überlegt? Keine Ahnung. Ich bin jetzt kein Merck-Experte. Die haben nur ihr Produktportfolio sehr breit gefächert. So, und dann gibt es noch eine zweite Erfolgsstory, wo man das eigentlich sehr machen kann. Also Merck wird uns für uns wissenschaftlich sehr interessant. Wir machen jetzt was über Methusa-Organisation. Und da ist Merck total spannend, weil es ist ein altes Unternehmen und besteht weiter. Aber es gibt noch eine weitere Erfolgsgeschichte, nämlich die der erfolgreichste Filmserie in der Geschichte des Films, nämlich James Bond. Ja. Und das Interessante ist, ich habe da wirklich ein großer James Bond Fan, ich oute mich jetzt. Ne? Ist schlimm, Derek, oder? Derek. Fernsehbereich ist das. Ja, Derek gibt es ja nicht mehr leider. Ne? Nee, aber der ist immer noch so erfolgreich und wurde, glaube ich, in 120 Sprachen. Ja, ja, ja. Aber James Bond ist noch viel erfolgreicher. Nee, ne? 1955, erste Serie. Ne? Also, es streitet sich, weil damals ging es noch, war das schon unter Essens von allen Flammen. Also, 55, also in den 50er Jahren hat es begonnen. Ne? Und wir schreiben das Jahr 2022 und es war, ich glaube, letztes Jahr war es das Filmereignis des Jahres. Ich habe den Vortrag mal bei Bavaria Film oder bei Agilität, weil bei Bavaria Film sagt die, keine andere Story. Also, jeder möchte sowas haben wie mit James Bond. Ne? Und das Interessante ist, also ich dachte, das ist immer das Gleiche. Ne? Also immer so ein bisschen. Ne? Gut sieht gegen Böse, Hightech und zum Schluss erobert er das Herz einer Frau. Genau. So, das ist eigentlich das Menü der Stabilität. Genau. So, und dieses Buch, die Evolution des James Bond, das ist so, dass ich dann bemerke, guck mal, das zweite Programm. Ne? Und im zweiten Programm ist der Erfolg das Erfolgsgeheimnis. Ne? Wenn alles konstant gehalten wird, wird es den Film heute nicht mehr geben. Definitiv, weil das Feindbild hat sich verändert. Am Anfang war es alles Kalte Krieg. Ne? Und insbesondere die Frauenrolle hat sich verändert. Ne? Also da haben die sich extrem angepasst. Ne? Wenn man die ersten
James-Bond-Filme anguckt, wäre heute nicht mehr vermittelbar einem Publikum, das zu 60% weiblich ist, ja? In der Mehrheit weiblich. Und also das heißt, er hat eine Chefin bekommen, relativ früh. Ne? Er hat 74, war das Bond Girl qualifiziert, eine promovierte Biologin. Er hat keine Qualifikation, gibt's, ja? Keine formale Qualifikation. Und dann kam jetzt auch die Miss Money, bin jetzt verändert. Sie ist auch dunkelhäutig geworden. Ne? Und im letzten Film haben wir ja auch gesehen, kurzzeitig eine dunkelhäutige weibliche 007. Ne? Also das ist schon mal eine gewaltige Veränderung. Ja? Es kann nichts mehr als Rückmeldung. Ich habe nur Bescheid gesagt, im Slack-Chat steht, es halt sehr. Und ich höre es hier auch. Hat jemand eine Idee? Leiser reden. Nimm mal das Mikrofon aus und steckst dir oben an. Dann ist es weiter. Ja. Okay. Besser so? Vielleicht kurze Rückmeldung in die Community. Besser? Danke. Danke. Ja, ist besser. Gut. Gut, okay. Muss ich vielleicht Simone nicht so viel Zeit hier klauen? Ja, und also das ist die Erfolgsformel des James Bond. Die haben sich permanent an den Zeitgeist angepasst. Ne? Na, heißt ja übrigens auf Englisch Zeitgeist. Natürlich. Und das, diese Anpassung, also diese Verbindung von Wandel und Stabilität, das ist die Erfolgsformel. Ne? So, und jetzt ist die Frage: also Agilität scheint nicht die absolute Antwort zu sein, sondern Ambidextrie. Was ist Ambidextrie? Ambidextrie bedeutet Beidhändigkeit und das heißt beide Ambo auf Lateinisch und Dextere zwei rechte Hände, das heißt zwei starke Hände. Ja, also nicht eine schwache und eine starke Hand, sondern zwei starke Hände. Und das Konzept beschreibt, wie Unternehmen grundsätzlich zwei gegensätzliche Fähigkeiten integrieren, nämlich auf der einen Seite Effizienz des Bestehenden optimieren, ne? Also die erste S-Kurve, optimieren, ausnutzen, Cash-Cow nutzen, ne? Und zugleich parallel dazu das Erkunden und Schaffen von Neuem, ist die zweite S-Kurve. Ne? Und das seht ihr hier, das ist ein Jonglage-Thema, ne? Also man muss jonglieren können, weil die beiden Welten funktionieren nach einer unterschiedlichen Logik, völlig gegensätzlich. Tagesgeschäft, da geht es um klare Strukturen, optimieren, definieren, Effizienz, Optimierung des Bestehenden. Da geht es um Hierarchie, nach wie vor sinnvoll, für gewisse Strukturen, absolut sinnvoll. Da geht es um klare Definition von Aufgaben. Ne? Also es ist wirklich, da geht es darum, wie kriege ich aus der Cash-Cow noch mehr Geld raus, ne? Was also durchaus ein bisschen überspitzt dargestellt ist. Das Zweite ist aber, was ist die Rising Stars? Also das ist die Zukunft. Ja? Und da geht es um ein anderes Geschäftsmodell. Da geht es um eine andere Logik. Da brauche ich Vernetzung, da brauche ich Flexibilität, da brauche ich Autonomie. Da geht es um Innovation, um Musterbruch. Ja? Also eine andere Logik. Und die nimmt natürlich jetzt an Bedeutung zu in disruptiven Zeiten. Ja? Wir müssen beides tun. Wir haben es mit Polaritäten zu tun. Es geht nicht um entweder oder, sondern sowohl als auch. Und die These ist die, diese Polaritäten nehmen in disruptiven Zeiten zu. Zwischen Zentralisierung, Dezentralisierung, Hierarchie, Netzwerk, sind alles Polaritäten. Wir werden nie die optimale Organisation bekommen. Soweit zum Modell. Und übrigens ist da unten so ein Schieberegler. Es kann mal in die eine oder andere Richtung gehen. Ne? Wir müssen uns von Eindeutigkeiten verabschieden, sondern es sind Mehrdeutigkeiten. So, Simone, dann übergebe ich an dich. Absolut. Und wir können ja immer so links und rechts nebenbei dann auch mal einbringen, wie sich die Dinge entwickelt haben. Zum Beispiel bei dem Schieberegler haben wir ja auch selbst gesehen, dass wir... Passt? Hört ihr mich? Ja. Dass wir am Anfang haben wir mit einer Waage gearbeitet, mit dem Bild einer Waage. Ja. Und haben wirklich mit der Zeit gemerkt, nee, es ist gar nicht unbedingt die Waage. Das wird ja auch wissenschaftlich untersucht. Also was ist die richtige Balance? Ist es wirklich 50-50? Und deswegen hat Tanja jetzt auch gesagt, Schieberegler, das ist im Grunde genommen das passendere Bild, weil man je nach Kontext quasi dann den Schieberegler vielleicht mal mehr in die eine Richtung bringen kann oder in die andere Richtung. Ja, wir haben
quasi Anfang letzten Jahres haben wir den Auftrag gekriegt als, als Führungsakademie. Wir sollen mal an unserem Führungsverständnis, sollen wir mal drauf gucken und überlegen, ist es noch zeitgemäß und was ist ein zeitgemäßes Führungsverständnis? Hat sich es nicht weiterentwickelt? Müssen wir uns nicht anpassen, auch aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen? Und schon zu dem Zeitpunkt habe ich mit der GFEO quasi zusammengearbeitet und wir haben, und das sieht man da auf dieser Folie, wir haben quasi damit gestartet, mal zu gucken, was ist denn quasi so State of the Art? Also wir haben uns angeguckt, was sagt denn die Führungstheorie? Wie hat sich denn die Führungstheorie entwickelt? Welche Konzepte haben sich denn bewährt? Welche vielleicht eher nicht? Wir haben aber auch geguckt, was machen andere Organisationen? Wie entwickeln sich denn da deren Führungskonzepte, Führungsmodelle? Und das ist jetzt einfach mal so ein Ausschnitt aus diesem Benchmark und aus diesem theoretischen Benchmark, dass wir wirklich die unterschiedlichen theoretischen Konzepte uns angeguckt haben, geschaut haben, wo ist da, wo werden da Schwerpunkte gesetzt, welche Dimensionen machen die auf, worauf gucken die, was sind da Schwerpunkte? Und das ist das, was auch unten gehighlightet ist, wir haben uns dann innerhalb der BAA quasi darauf verständigt, für uns auch als Bundesagentur sind diese Dimensionen, was machen wir heute in der Gegenwart und wie sieht unser Kerngeschäft aus, unser Tagesgeschäft, aber auch gleichzeitig diese Zukunftsperspektive mit reinzubringen. Und das ist natürlich ganz klar, in den letzten 2 Jahren haben auch wir natürlich als Bundesagentur für Arbeit diese Herausforderung der Pandemie ganz, ganz stark gespürt, als BA, die Anforderung gehabt, natürlich in der Krise das Kerngeschäft so gut es geht, so effizient wie möglich zu bewältigen, Kurzarbeitergeld auszuzahlen, da zu reagieren, für unsere Kunden da zu sein, ob virtuell oder dann doch ab und zu in Präsenz. Also das Kerngeschäft musste laufen. Das war auch das, was uns unsere Führungskräfte natürlich immer wieder gespiegelt haben, wo sie ihre Herausforderungen sehen, aber gleichzeitig die Führungskräfte gemerkt haben, ja, ich muss im Hier und Jetzt wirklich gut agieren, damit wir für die Stabilität in Deutschland auf dem Arbeitsmarkt quasi da einen Beitrag leisten. Und gleichzeitig muss ich doch als Führungskraft, in welcher Aufgabe auch immer, muss ich auch gucken, was muss ich denn jetzt schon vorbereiten? Zum Beispiel bei einem Agenturchef bei uns, nehmen wir mal an, die Agentur Nürnberg, die natürlich im Tagesgeschäft arbeiten muss, aber die, wo der Chef oder wo die Führungskräfte sich überlegen müssen, was müssen sie jetzt schon tun, wenn gegebenenfalls die Agentur wieder aufmacht. Also in dieser Situation der Pandemie, wo unsere Häuser ja wirklich auch schließen mussten und dann aber immer wieder zu überlegen, so, und was ist denn der nächste Schritt und was muss ich jetzt schon auch dafür tun? Heißt, das war uns wichtig, aber uns war auch wichtig und das ist, glaube ich, gerade für die BA natürlich wirklich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, dass wir uns nochmal vergegenwärtigen müssen. Es geht um das Außen, es geht um unsere Kunden und um unser externes Umfeld, um unseren Auftrag, den wir per Gesetz ja haben. Und deswegen hier diese Dimensionen aufzumachen. Ich habe eine Orientierung ganz klar von außen, immer wieder an außen. Ich muss immer wieder am Kunden sein und immer wieder mich vergewissern, was braucht es hier? Und ich muss eine gute Balance schaffen zu dieser Innenorientierung. Das vielleicht kurz dazu. Das sind so diese Sammlungsorientierungsschritte gewesen. Und genau, Dankeschön, Hanjo, das ist das, worauf wir uns dann quasi verständigt haben, auch angelehnt an das EFQM-Modell, dessen ja, Symbol, Icon man in der Mitte sieht, welches auch unser Managementmodell, unsere Orientierung als Organisation ist. Auch hier ist dieser Spagat oder diese gute Balance zwischen der Ausrichtung auf dem Tagesgeschäft, auf der Gegenwart und der Zukunft mit drin. Und das war für uns die eine wichtige Dimension. Und wenn du auf die nächste Folie gehst, ist es einfach diese andere Dimension, die wir auf jeden Fall in unserem Führungsverständnis verankern wollten. Genau.
Genau, das ist jetzt auch so ein Beispiel, der schon in dieser Sammlung der theoretischen Konzepte mit drin war, ist aber gerade auch in diesen Achsen und in dieser Theorie, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Hanjo, da haben wir ja uns einiges angeguckt, aber ich glaube, gerade dieses Competing Value Leadership war ein ganz wichtiges, was uns beeinflusst hat. Also das ist am wissenschaftlich am fundiertesten und also hat eine große Theorie im Hintergrund, viel Forschung. Und das schien uns das Adäquates, wo wir uns anlegen können. Man muss ja das Rad immer nicht neu erfinden. Und das ist eigentlich so Kulturanalyse. Übrigens bei Audi, und Kollegen, haben wir das auch damals benutzt für den Kulturprofilindikator, basiert auch darauf. Also von daher ein sehr validiertes, eines der Top 50 Modelle in den USA zu diesem Thema. Und was uns angesprochen hat von der Führungsakademie, Hanjo, da haben wir ja auch intensiv drüber gesprochen. Also zum einen natürlich diese unterschiedlichen Ausrichtungen und Dimensionen, aber rechts in dem Bild hat man doch diesen äußeren schwarzen Rand. Und da stehen Punkte drin, die so auf dieses, was soll denn rauskommen, formuliert sind. Also Robust Results, Creative Change, Collaborative Community und Strategic Structures. Also das ist das, was uns schon auch beeinflusst hat im Sinne von bei all dem Ganzen, bei all den Ideen, was Führung ausmachen soll, was Führung leisten soll, gucken wir, was soll denn rauskommen bei Führung? Ja? Und wofür ist denn Führung überhaupt da? Und es ist nicht nur für Ergebnissicherung da, da steht dann da Robust Results, sondern wir haben halt auch gesagt, für uns ist es wichtig, dass neben der reinen Ergebnisorientierung eine Führung auch auf was anderes hinarbeitet. Gut? Ja, genau. Ja, und das ist quasi so mit diesen Ansätzen, die wir schon diskutiert haben, das, was grob die wesentlichen Anker in unserem Führungsverständnis sind, heißt von außen kommend diese vier Dimensionen. Ich richte mich sowohl auf meine Kunden, externen Interessengruppen und das Umfeld aus, als auch intern auf die Mitarbeitenden und die Organisation. Und ich habe aber auch diese Balance zwischen heute und morgen, zwischen Kerngeschäft und Zukunftsgestaltung. Und quasi, das sind so diese Dimension der Ausrichtung. Und dann sieht man die zwei Kreise, die externe Rahmenbedingungen und die internen Rahmenbedingungen, wo wir für uns quasi formuliert haben, es ist quasi immer wichtig für eine Führungskraft zu gucken, was ist denn gerade eigentlich mein Kontext? Wie sieht denn mein Kontext, meine externen Rahmenbedingungen aus? Wie sind meine internen Rahmenbedingungen? Also wir haben auch immer wieder so dieses Beispiel oder die Metapher des Segelns oder diese maritime Metapher auf jeden Fall verwendet. Und da könnte man jetzt einfach so diese Metapher weiterspinnen in Richtung, wie sieht denn mein Gewässer aus? Ja, also auf welchen Weltmeeren, auf welchen Ozeanen bin ich denn gerade unterwegs? Ist es eine stürmische See? Ist es eine ganz ruhige See? Ist eine leichte Brise? Und so weiter und so fort. Also befinden wir uns gerade in einem Krisenmodus oder aber läuft quasi alles gut? Das sich anzugucken, zu gucken bei uns in der BA, wir sind ja auch regional dann aufgestellt in die unterschiedlichen Bezirke, ob Bayern oder Nord oder Baden-Württemberg oder sowas, da kann es ja auch sein, dass es unterschiedliche Rahmenbedingungen in diesem Arbeitsmarkt Baden-Württemberg oder Bayern gibt. Und dann gucke ich aber auch auf meine internen Rahmenbedingungen und schaue einfach, zum einen natürlich, was ist die Strategie, was ist unser Arbeitsprogramm innerhalb der BA, aber dann nochmal näher zu mir, wie sieht es bei mir im Bezirk aus, wie sieht es bei mir in der Organisation aus, was sind denn da auch die Ressourcen, auf die ich zurückgreifen kann, wie ist die Stimmung und so weiter und so fort. Also sich dessen zuerst mal bewusst zu werden und dann für sich zu entscheiden, kontextabhängig, wo muss ich diesen Schieberegler, den wir gerade hatten, wo muss ich den denn eher hinziehen, beziehungsweise in diesen vier Bereichen, die wir da aufgezeigt haben, wie tanze ich denn da am besten zwischen diesen Rollen? Geht es jetzt gerade mal mehr um sichert Ergebnisse oder aber muss ich mal stärker in Richtung sorgt für Struktur, gestaltet Zukunft oder unterstützt und fördert Menschen? Diese vier Bereiche sind für uns Ergebnisbereiche, nennen wir es, oder aber auch Erwartungsbereiche, weil das, was wir mit dem Führungsverständnis ja auch wirklich machen wollten, auf der einen Seite eine klare Orientierung geben, was ist die Erwartung an Führung, aber auch Lust auf Führung machen. Es gibt eine Frage. Gerne.
Ja, ich hätte eine Frage und zwar ein spannendes Modell, dieses ich schaue, was gefragt ist, eher rechter Reglerseite oder linke Reglerseite. Habt ihr da auch Konzepte oder habt ihr schon Ansätze von Konzepten, wo bestimmte Indikatoren quasi an die Hand gegeben werden für die Führungskräfte, die mir sagen, welche Indikatoren motivieren mich jetzt eher dazu, das in die linke Seite zu schieben oder in die rechte Seite zu schieben, um es strukturierter auch angehen zu können als Führungskraft? Ja, ja, absolut, genau. Also das ist Analyse-Tools dazu entwickeln, es gibt jetzt das Ganze, ja, okay. Okay. Exakt. Ja. Also da... Also kommen wir also, es gibt ein Tool dazu. Ne? Ja. Genau, Hanjo, das sind so die unterschiedlichen Ebenen, die hier nochmal dargestellt sind. Also von der fünften Ebene startend habe ich gerade über die externen Rahmenbedingungen gesprochen, vierte Ebene interne Rahmenbedingungen. Und drittens, da hatte ich diese vier Bereiche jetzt gerade aufgemacht im Sinne von, was soll denn idealtypisch bei Führung rauskommen? Und was sind so die Erwartungsbereiche an Führungskräfte oder die Ergebnisbereiche? Und das sind diese vier Bereiche. Und da können wir auch gleich nochmal einsteigen. Und das aber, ja, geh ganz kurz nochmal ruhig zurück, weil dann mache ich die Folie weiter. In der zweiten Ebene ist diese Beidhändigkeit genannt, beziehungsweise Kompetenzen und Verhalten, wo wir einfach sagen, diesen guten, ausbalancierten Tanz zwischen diesen vier Bereichen herzustellen, zu wissen, was braucht es, das bedingt unserer Meinung nach bestimmter Kompetenzen, bestimmter Metakompetenzen, da diesen Metablick auch zu haben und diese richtige Balance zu schaffen. Und das ist für uns so dieses bestimmte beidhändige Verhalten, bestimmte beidhändige Kompetenzen. Und in der Mitte ist die Person, die natürlich mit ihrer Persönlichkeit, mit ihren Werten und Kompetenzen reingeht. Wir haben aber ganz bewusst und deswegen sind wir auch wirklich in dieser Farbgebung dann auch so gewesen und nicht in dem Cameron Quinn Competing Value Leadership, was wir vorhin gesehen haben. Das ist ja dieses Gelb-Grün, Rot-Blau. Das hat ja den Anschein, dass es so in Richtung vielleicht der Persönlichkeitsmodelle geht. Und wir haben als BA bewusst gesagt, nein, in unserem Führungsverständnis wollen wir jetzt gar nicht so auf Persönlichkeitseigenschaften und Persönlichkeitsmodelle eingehen, weil im Endeffekt auch gerade wir als Führungsakademie, wir wollen Führungskräfte unterstützen, wir wollen deren Kompetenzen stärken und Persönlichkeitseigenschaften sind ja eigentlich schwer veränderbar, sagt man. Und dementsprechend haben wir gesagt, wir gehen da jetzt gar nicht auf irgendwelche Persönlichkeitsmerkmale ein, sondern fokussieren uns eher, gucken eher auf Kompetenzen, die wir dann auch begleiten und unterstützen können. Ja, jetzt können wir auf die nächste Folie gehen und haben hier quasi je nach diesen vier Erwartungsbereichen, Ergebnisbereichen mit unterschiedlichen Führungskräften quasi ausdefiniert, was sind wirklich die Erwartungen an Führungsverhalten. Und Sie sehen, da sind einige Punkte, also bei jedem Punkt vier beziehungsweise bei einem fünf. Und das war für uns natürlich auch so ein bisschen dieses Experiment oder auch der Spagat. Es darf nicht zu viel dastehen. Wir wollen aber alles Wichtige reinbringen. Wir wollen bewusst gucken, was hat sich denn eigentlich in den letzten Jahren bewährt bei der BA und wo wollen wir neue Akzente setzen. Also auch hier so ein bisschen die Beidhändigkeit auch schon im Tun, auf Bewährtem setzen, aber auch Neues mit reinnehmen. Und diese Punkte, diese Erwartungsverhaltungen so zu formulieren, dass es tatsächlich für alle Führungskräfte in der BA gilt. Das heißt also auf allen Hierarchieebenen, in allen Regionen, in allen Aufgabengebieten. Ja, Hanjo, keine Ahnung, du sagst es ruhig. Wenn allgemeine bezogen auf die Metakompetenzen, ja. Also den Tanz zwischen den Rollen, also wie du, Simone, immer sehr schön formulierst, also wann muss ich mehr in die Zukunft gucken, wann muss ich mal wieder mehr auf Struktur gucken. Ja? Das ist eigentlich die hohe Kompetenz der Führungskraft, der ambidextren Führungskraft. Ne? Ich brauche beides. Ne? Übrigens, ich habe mal mit dem DATEV-Geschäftsführer, dem Herrn Schröder, ein Interview dazu geführt. Das sagt er, wenn er einmal in einem Innovationslab, ja, dann muss er mehr auf Zukunft gestalten. Wenn er dann für seinen Verantwortungsbereich Data Security, Datencenter, da geht es um Struktur und Sicherheit. Ne? Und das ist so der Spagat, in dem sich viele Führungskräfte zukünftig bewegen. Ja? Und darum geht es in diesem Metakompetenzzentrum. Genau.
Keine Frage, ja. Ja, ich finde, es klingt alles ganz interessant. Wie sieht denn jetzt so ein konkretes Führungskräftetraining aus, was das alles berücksichtigt? Ja. Also wir sind da jetzt natürlich gerade dran, dass wir komplett unser FBA-Programm, also FBA-Führungsakademie, dieses Programm komplett umgestalten. Gleichzeitig entwickeln sich ja alle Corporate Universities oder Akademien oder Qualifizierungsorganisationen auch weiter. Also wir haben ja gerade selbst in den letzten 2 Jahren mit der Pandemie, mit Präsenz und virtuell und hin und her darauf eingehen müssen. Ja? Und in dem Kontext ist da gerade sehr, sehr viel zu tun. Einige unserer Angebote, die wir in den letzten Jahren aufgesetzt haben, passen schon und die passen da quasi rein. Aber gerade in diesem Bereich, Hanjo, wenn du noch mal kurz zurückgehst, was ist denn das Neue an diesem Führungsverständnis? Ja, also was ist das Bewährte? Aber was ist das Neue? Wo sind die neuen Akzente? Und das ist schon natürlich das, was hier in der Mitte steht. Das sind diese Metakompetenzen, das ist dieses Typische für die Beidhändigkeit. Und da jetzt Neues aufzusetzen, das werden wir wirklich in Learning Journeys, also wir haben da bestimmte Ansätze gerade in bestimmten Erlebnisräumen, sowohl erste Stufe kognitiv und dann aber erfahrungsorientiert wirklich ins Erarbeiten, ins Tun, ins Üben, Trainieren gehen in Richtung, wie schärfe ich meine Self-Awareness, Reflexionsfähigkeit, um überhaupt da diesen Blick zu schaffen? Wie ist mein Ambivalenzmanagement mit Widersprüchen, die natürlich zwischen den unterschiedlichen Polen immer wieder auftreten? Wie gehe ich mit meinem Team damit gut um, mit diesen Widersprüchen? Wie bringe ich diese Widersprüche, diese unterschiedlichen Aufgaben, die ja links und rechts auch sind, wie bringe ich die zusammen? Und an diesen Themen arbeiten wir jetzt ganz konkret auch für die Führungskräfteentwicklung. Und gleichzeitig wollen wir es aber wirklich auch noch kundenorientierter machen, in dem Sinne, dass wir keine Seminare alleine an der Stange quasi anbieten wollen, sondern auch wirklich kundenorientiert oder Führungsteams. Mit Führungsteams arbeiten wir ja schon seit Jahren, also die tagtäglich zusammenarbeiten. Was brauchen die speziell? In welche Richtung wollen die sich entwickeln? Und mit der GFEO haben wir ja ein ganz wertvolles Tool erarbeitet, die Standortbestimmung. Das heißt also, der Ausgangspunkt meiner persönlichen Führungskräfteentwicklung oder aber der Führungskräfteentwicklung als gesamtes Führungsteam ist diese Standortbestimmung, wo ich gucken kann, wo stehe ich, wo stehen wir, und auf dieser Basis Lernziele definiert werden können und wir hoffentlich auch da dann in der Wirkung von Führungskräfteentwicklungsmaßnahmen da noch. Ja, Simone, ich weiß jetzt, was ihr wollt. Ich habe noch keine Vorstellung, wie ihr das umsetzen wollt. Ihr müsst ja euch schon ein paar Gedanken gemacht haben, du hast irgendwie eben von Erfahrungsräumen geredet oder so. Wie kann denn sowas konkret aussehen? Hanjo, ich höre dich nicht. Ach so, wieder? Besser, hörst du mich? Ja, deine Antwort gerade, ja. Ja, genau, weil ich glaube, es gibt nicht ein Seminar, sondern du machst eine Standortbestimmung und sagst, ich möchte Zukunft gestalten. Und da haben wir ja, Simone, jetzt schon die ganzen Sachen gescannt, zum Beispiel, dann muss ich einen Design-Thinking-Kurs zum Beispiel vielleicht belegen. Ja? Aber ich mache das bewusst und gezielt vor dem Hintergrund meiner Standortanalyse. Das heißt, es kuratiert ein Stück weit meine Learning Journey. Ja? Das kann das helfen. Und für die Themen in den Metakompetenzen, Reflexionsfähigkeit, Ambiguitätstoleranz, ja, Integrationsfähigkeit, da kann man natürlich was anbieten, weil das ist die zentrale Kompetenz, ja, die entwickelt werden muss. Also das auch aufzusetzen quasi auf Basis dieses weiterentwickelten Führungsverständnisses. Also wir haben es jetzt Anfang des Jahres quasi in die Organisation reingebracht über virtuelle Veranstaltungen mit Vorstand, ohne Vorstand und so weiter und so fort und Multiplikatorenausbildung. Hanjo, da kannst du auch was dazu sagen. Ja. Aber im Grunde genommen wirklich dieses, das ist ja ein typischer Change-Prozess, den man natürlich auch so, dann könnte man gucken, das kann man sicherlich auch ähnlich übertragen auf andere Firmen. Wie macht man sowas, ja, wenn man so ein Führungsverständnis weiterentwickelt hat? Wie bindet man das ein? Weil das, was wir auch gesagt haben und was aber auch gut funktioniert, wir als Führungsakademie, wir haben nur die eine Rolle da drin. Im Grunde genommen
muss das ja auch verankert werden in unseren Systemen, in unserer Zielvereinbarung und. Das heißt also, es ist nicht nur die Führungskräfteentwicklung und Qualifizierung, sondern die Führungskräfteauswahl und die Führungskräftebeurteilung, die muss da genauso angedockt sein. Da bin ich jetzt als Führungsakademie nicht die Ansprechpartnerin, das ist unsere zentrale Personalorganisation, die aber quasi gleichzeitig parallel jetzt an diesen Themen arbeiten. Klar, in einer Organisation wie der BA ist es auch aufwendig. Ja, also auch alleine wir mit unserer Standortbestimmung, mit Einbindung Datenschutz und Hauptpersonalrat und so weiter. Aber da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, und ich würde auch sagen, Simone, als wir die Multiplikatoren-Schulung jetzt machen, dann fragen wir natürlich immer, was ist denn jetzt wirklich neu? Ja? Das heißt, es ist kein neues Führungsverständnis, es kam von euch, sondern ein weiterentwickeltes. Ja? Und das Weiterentwickelte, das heißt, ich verbinde Dinge. Es heißt dann immer Führungskraft als Coach. Ja? Die Führungskraft als Leader muss Leadership sein. Und genau das ist der Punkt, dass wir jetzt integrieren und sagen, manchmal Leader, manchmal Coach, manchmal eben auch, er muss gleich auf die Ergebnisse gucken. Und wenn ihr erzählt hier, ich glaube, einige von euch kennen unseren Fallbeispiel, der sich freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Und das ist das Interessante, die Frage ist, muss ich jeden weiterentwickeln? Nein, nicht unbedingt, sondern ich könnte ja auch sagen, in seinem Führungsteam müsste er die Sache sorgt für Struktur, könnte jemand anders übernehmen. Also wir gucken auf Teams, nicht nur auf Einzelentwicklung, sondern auf Teams. Und das ist die Reflexionsmöglichkeit. Ne? Wir haben QuickCheck entwickelt, wir haben größere differenzierte Standardanalyse entwickelt und die kriegen dann so einen Bericht und können darüber dann auch in den Teams diskutieren. Ne? Simone? Ja. Ja, okay. Ja. Was kommt denn da noch, Hanjo? Lass uns mal weiter gucken. Genau. Das kommt man sich schon. Ne? Genau, das ist im Endeffekt das, was wir schon gesagt haben, was es halt auch spannend macht, im Endeffekt so dieses kontextabhängig, je nach Situation, brauche ich vielleicht eine unterschiedliche Ausprägung und muss halt einfach gucken, wie ist mein Gewässer. Okay, ja. Wir sind ja eigentlich schon am Ende. Ne? Achso, ja, hier, guck mal, das ist noch gut. Ja? Wieder einmal nichts Neues. Ja? Man denkt dann immer, nichts kann entstehen ohne Ordnung, nichts kann entstehen ohne Chaos. Ja? Gibt es weitere Fragen? Ja, ja genau. Ja, okay, Fragen, genau. Auch in die Community natürlich. Ja? Genau. Ich habe gerade einen Chat mit dem Blick. Gibt es, glaube ich, nicht einen Chat? Ich glaube, der ist nicht freigegeben. Ja, doch, doch. Ja? Ich habe erstmal eine Frage, wenn es okay ist. Also die Frage jetzt auch speziell an euch oder dich, Simone, ist, ihr habt ja gestandene Führungskräfte. Die haben ihr eigenes Führungsverständnis. Und jetzt habt ihr ein Führungsverständnis entwickelt, das ihr sozusagen an die erfahrene Führungskraft bringen wollt. Soll ich es zitieren? Ich habe gerade so den Kommentar von einer Führungskraft, die gesagt hat, von dem ganzen Kram halte ich nichts. Ne? Also ich bin gut in dem, was ich tue, dieses Bewusstsein dafür. Ich habe gedacht, das ist ziemlich arrogant. Und trotzdem seid ihr damit konfrontiert. Also ich glaube, da steckt auch sehr viel Wahrheit drin. Und also es gibt zwei Seiten. Meine Absolut. Frage eben, wie geht ihr damit um? Wie also erleben wir haben das auch? Also wir haben natürlich wesentliche Führungskräfte auch unterschiedlicher Hierarchieebenen eingebunden, bevor wir überhaupt rausgegangen sind. Also ich würde sagen, wir waren im Mai, im Juni letzten Jahres so weit, dass wir die erste Skizze wirklich mit unterschiedlichsten und auch mit den obersten Führungskräften durchgesprochen haben. Das heißt also, unser oberster Führungskreis hat wirklich die Broschüre, die Statements mitgeschrieben und wirklich an kleinen Wörtern mitformuliert. Aber dennoch, so wie du sagst, dennoch ist immer jemand dabei, der sagt, ach, ich finde mich toll. Und das ist natürlich jetzt auch die Herausforderung mit dieser Standortbestimmung, die wir ja auch zur Verfügung stellen wollen, dass die Leute für sich einen Status quo erheben und sagen, wo stehe ich denn bezogen auf dieses Führungsverständnis, wenn Führungskräfte sagen, oh, ich finde mich super und ich mache meine Standardbestimmung auch mit bestem Wissen und Gewissen und ich finde mich einfach gut. Dazu braucht es dann eigentlich die andere Perspektive und das Fremdbild. Und
da sind wir halt auch quasi dran, dass wir einer Führungskraft diese Möglichkeit schenken wollen oder ja, sie da ermöglichen wollen, neben ihrem eigenen Bild auch dieses andere Bild zu bekommen. Und wir sagen auch bewusst, dieses Führungsverständnis ist sowohl für unsere Führungskräfte da, die langjährig erfahren sind, die mit einem anderen Führungsverständnis vielleicht auch groß geworden sind, wo wir jahrelang vielleicht rein auf Ergebnisse geguckt haben. Aber viele sagen, ja, finden sie gut und sie verstehen das voll mit dieser Ambidextrie und es gibt dennoch, gibt einige, aber das ist genauso wie beim Change Management, wo ich sagen würde, okay, die große Masse muss mitgehen und den einen oder anderen werde ich nicht mehr ändern und wir wollen auch bewusst natürlich nicht nur die Langjährigen ansprechen, sondern auch Junge oder Junggebliebene, die sich überlegen, will ich überhaupt noch in eine Führungsposition reingehen und das soll auch schon Lust machen im Sinne von, du hast auch echt eine Gestaltungsmöglichkeit mit diesen unterschiedlichen Rollen. Du musst auch nicht unbedingt alles bewerkstelligen können und in allem gleich gut sein. Guck auf, in Richtung Shared Leadership, wie ihr euch da auch als Führungsteam aufstellen könnt, hatte ja Hanjo schon kurz erwähnt. Vielleicht darf ich noch ergänzen, Simone. Also ich habe ja viele Multiplikatoren-Trainings jetzt gemacht und die kritischsten waren die Führungskräftetrainer. Ja. Und die Führungskräfte selber, das war ich sehr erstaunt, die sagten, ach, endlich habe ich ein Modell, ist ja übrigens nur ein Modell, ja? Also es gibt die Wahrheit. Ja? Also es soll ja helfen, die Wissen besser zu strukturieren und was ich implizit mache, explizit zu machen. Die sagen, jetzt habe ich endlich ein Modell, wo ich mit den Spannungen, die ich tagtäglich erlebe, besser mit umgehe. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Die müssen das Tagesgeschäft bewältigen, aber da kommt der demografische Wandel. Ne? Und das Businessmodell der BA wird sich verändern müssen, weil wir werden kaum mehr, also jetzt mal vielleicht gar nicht mehr so viele Arbeitslose oder andere Arbeitslose haben. Ne? Und dann braucht es das Neue. Ne? Und das erlebe ich übrigens nicht nur bei der BA, sondern in vielen Unternehmen. Die Disruption heißt, ich muss jetzt noch das tun, was ich jetzt gerade im Tagesgeschäft tue und muss aber zugleich an die Zukunft denken, weil die kommt um die Ecke, jeder weiß es. Ja? Und ich glaube, da kann das Modell helfen, ein Stück weit zu strukturieren und ein bisschen das zu verstehen. Ja? Und wenn ich es verstehe, kann ich besser damit umgehen. Ja? Ich löse das Problem nicht, aber ich kann zumindest mal besser damit umgehen. Das ist ein guter Punkt, weil das Führungsverständnis bei uns jetzt eigentlich nicht nur dafür verwendet wird, um über Führung im Theoretischen zu reden, sondern operative Herausforderungen von uns, sei es jetzt irgendwie der Fachkräftebedarf oder aber bei uns heißt es vernetzte Bildungsräume, wie organisieren wir das? Also solche fachlichen, operativen Themen, so wie du sagst, Hanjo, mit Hilfe dieses Führungsmodells, mit dieser Struktur mal durchzusprechen und zu sagen, so, und in Bezug auf diese vernetzten Bildungsräume, was müssten wir tun in Richtung Ergebnis sichern? Aber wie können wir auch jetzt schon die Zukunft gestalten? So, dass mal als Idee, dass wir quasi auch echt unsere operativen Themen da einfach mal gegenspiegeln können. Gibt es noch Fragen? Du wolltest das und ich glaube, du wolltest auch noch Fragen stellen. Ja? Okay, gut. Ja. Simone, wenn ihr Führung verändern wollt und ihr habt ja eine konkrete Vorstellung, wo es enden soll, praktiziert ihr es in der Akademie selber? Dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern. Simone, also ihr macht schon viel Neues. Also, ja, ja, aber... Ich arbeite mit allen von euch zusammen und ich würde sagen, also da wäre jetzt mal so, ihr macht viel Neues und das Programm wird neu strukturiert. Ne? Also, absolut. Aber da kann ich jetzt immer nur was Falsches sagen, wenn ich was sage. Vom externen Blick würde ich jetzt sagen, ja. Genau. Also, viel. Ne? Und wir müssen jetzt, es ist natürlich nicht von heute auf morgen, also so ein Bildungsprogramm, also ein Programm umzustrukturieren, das dauert ja. Ne? Also da braucht man einen langen Atem. Ich glaube, es ist ja ein evolutionäres Modell. Ne? Also von daher würde ich sagen, und vieles ist ja auch nicht neu. Weil wir haben ja mal, ihr habt ja mal, oder ich habe mit deinen Kollegen mal geguckt, wo sich welches Seminar zahlt auf welches Ergebnisbereich ein. Und da findet man natürlich viele Themen. Ja? Es gibt noch ein paar Sachen, wo man sagt, da könnte man noch mehr machen. Ja? Du findest die freien Felder. Aber es gibt natürlich, also es ist nicht die Revolution, die wir hier antriggern. Ne? Ja, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Es gibt, du wolltest mal eine Frage stellen. Ne?
Ich finde das spannend, weil ihr sagt, dieses zwischen vorausschauend und operativ tätig sein. Wir sind im Mittelstand tätig. Eine gute Führungskraft im Mittelstand macht das jeden Tag. Und jetzt frage ich mal, ich bin jetzt mal ganz ketzerisch, jemand, der zur Führungskraft wird, ja. Jetzt komme ich aus der Personalbeurteilung, aus dem Entwicklungsthema, wie wir es schon immer gehabt haben. Ja. Mein Führungsverständnis oder Qualifikation einer Führungskraft per se war für mich, beides mitzubringen, operativ so weit wie nötig, strategisch vorausschauend so weit wie möglich. Also deshalb ist meine Frage, es ist neu. Ich würde sagen, neu in der Ausprägung, in dem Umfang, weil Disruption ist was anderes als eine gängige Veränderung. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, von der Führungskraft würde ich per se schon mal diese Grundvoraussetzung erwarten. Deshalb unterstütze ich eher das, was ich für mich mitnehme, nochmal bestätigt als Führungskraft. Ich muss und soll beides sehen. Ich muss fähiger darin werden, es den Regler zu bedienen. Genau. Und da hätte ich mir jetzt ein bisschen, das wäre jetzt meine Frage eingehend, so ein bisschen unterstützend gewünscht, wie helft ihr ihnen, anstatt sie zu verwirren, dass sie das können? Das wäre jetzt ein Tool ist diese Standortanalyse. Okay. Und dann, da gibt es einen Bericht danach. Und da kann man dann drüber diskutieren und Coaching machen. Ne? Also sehr individuell. Wenn es geht. Oder im Team. Okay. Aber vielleicht eins noch. Im Grunde genommen, wir setzen ja genau da auf, dass wir sagen, das ist, wir haben ganz, ganz viel Bewährtes und wir machen in unserer Führung schon ganz, ganz viel gut. Und wir haben dieses Führungsverständnis jetzt auch so formuliert mit genau euren Herausforderungen, also quasi ihr Führungskräfte, ihr seht euch ja genau in diesem täglichen Spagat und in dieser täglichen Balance. Also heißt, die haben ihren Spagat, aber die schaffen es ja natürlich in den letzten Jahren, auch gerade in der Krise, ganz, ganz gut, sowohl das Tagesgeschäft als auch dann die Zukunftsgestaltung. Also die sind da mittendrin. Wir wollen es nur explizit halt auch besprechbar machen. Okay, danke, ja. Gut, ich glaube, Simone, wir sind hier durch, wir wollen schon einige verlassen schon den Raum. Ja. Super, vielen Dank. Ja. Dann vielen Dank auch. Tschüss.